Tipp 2. Hallo, ihr beiden, kommt mal. Jo, feine Roxy. Feine Raya. So sieht das aus, wenn man zur Koppel kommt. Freudige Ponys. Pippi Roxy kommt auch. So macht das Spaß, deine Ponys von der Koppel zu holen. Man muss nämlich nicht über die Koppel. Jo, hallo. Da sind sie beide. Hallo. Das war ja ein bisschen vorweg. Abby ist heute brav und still. Und die Lotta, die läuft vorweg. Ja, wieder auf ihrem Wall. Die ganze Zeit war Abby leise und jetzt, wenn Raya drauf dreht, dreht sie mit auf. Übrigens ist Raya jetzt ein Jahr und ein Tag alt. Diesen Weg, den liebt Raya, weil sie dann immer so rauf und runter rennen kann. Auf den Wall auch rauf. Und dann tobt sie auch oft. Heute ist ein bisschen warm, deswegen fahren wir auch nicht Kutsche. Heute gehen wir nur spazieren mit den Ponys, weil ich habe nachher noch ein Shooting und muss arbeiten. Das muss ja auch sein. Ja, diese kleinen Wälle gehen hier rauf. Und dann gucken, das liebt sie. Wie schöne Figur sie jetzt hat. Sie kommt hinterher gezockelt. Ich habe sie mal ganz kurz frei gemacht, wollte sie auch mal zeigen. Sie hat jetzt auch ein schickes neues Halfter. Ja, hier kommen wir wieder zu unserem Lieblingshang, der hier so schön runtergeht. Ich hoffe ja, dass Raya heute richtig Lust hat. So richtig Gas gibt es hier noch nicht. Normal geht das hier flotter runter. Hat sie irgendwas entdeckt? Vielleicht kommen da Fußgänger. Da geht ein Stock mit Hund spazieren. Oh, wir sind wieder an der Wille. Oh ja, juckt. Na, Raya, willst du rein? Verhalten, trinken, ja. Baby kühlt sich noch ab. Ja, ja, trinkt. Ah ja, geht schon wieder weiter rein. Ja. Wenn jetzt Roxy auch reingehen würde, würde sie auch schwimmen. Alleine macht sie das noch nicht, schade. Jetzt ist Roxy schön im Wasser. Dann geht nämlich Raya auch. Super! Mal ganz alleine Raya ins Wasser. Ihr feine Raya. Cool. Das erste Mal, dass sie ganz alleine sowas macht. Super. Da sieht man jetzt Roxys hübsches neues Halfter. Das war eigentlich für Raya gedacht, aber das passt Roxy gerade mal.
Lauf, Raya. Das ist eine super Strecke, weil die müssen hier immer schön aufpassen, wo sie laufen, mit den ganzen Baumwurzeln. Aber Raya kennt das schon, seit sie, ich glaube, 4 Wochen alt ist. Aber sie ist wenigstens schön trittsicher durch diese Wege. Und wir laufen jetzt die ganze Zeit hier parallel hier rechts runter. Sieht man noch die Bille durchleuchten. Genau da. Und wir gehen immer geradeaus weiter. Also für Raya ist das immer ideal. Sie lernt ja alle Untergründe kennen, weich, moddrig, Baumstämme, da hüpft sie dann rüber. Ja, die Hunde, die bellen eigentlich immer nur dann, wenn Raya auch so aufdreht. Sonst sind sie jetzt eigentlich bei so einem Spaziergang immer ganz entspannt. Jetzt kommen wir wieder auf eine Lichtung. Die ist auch richtig schön. Ja, also heute hätte ich ja auch noch was anderes machen können, aber die Zeit ist so knapp. Und Roxy liebt Spaziergänge eigentlich überhaupt nicht, weil sie dann immer so am Strick hinterher eiern muss. Und Raya liebt sie eben so gern. Und da aber Raya gestern Geburtstag hatte, ist heute Prinzessin dran. Das nächste Mal kümmere ich mich wieder mehr um Roxy. Schnell! Super! Prima! Abby, such den Stock! Da kommt auch Lotta zurück. Wie sucht doch den Stock. Jetzt hat sie ihn. Und tschüss, Raya. Und tschüss und wieder. Sie ist richtig gut drauf heute. Mama fast umgerannt. Und da kommt die Lotti. Feine Lotta. Abby wieder die größte Pfütze gefunden. Oh, da liegt sie und kühlt sich ab. Und die soll noch in mein Auto. Oh je. Mein, oh mein. Ah, bestimmt muss sie dann bei Vivi auch wieder in die Wanne. So wie sie jetzt aussieht. Schlamm verkrustet. Ja, das ist hier der Weg nach Hause. Hier sind wir auch schon mal Kutsche gefahren. Und da war der Weg nur Modder. Und wie man sieht, ist er jetzt schön abgetrocknet. Hause und es war ja nicht mehr die schnellste, dass sie vorwegläuft. So, hier ist ein Gras. Raya! Fein, Raya! Man sagt ja immer, dass die Pferde die Wege kaputt machen, aber man schaue sich diese schöne, super tolle Treckerspur an. Und dann frage ich mich, ob so ein kleines Pony den Weg mehr kaputt macht. Wieso ein landwirtschaftliches Fahrzeug, was solche Rinnen hier produziert, ja, also ist nicht so wirklich logisch. Verloren, haben Raya verloren, aber sie kommt sowieso gleich.
Mal gucken, wo sie ist. Raja, schnell! Komm! Da ist sie. Die Kleine. Super. Fein! Ist dieser Weg nicht schön? Wiese und überall von Bäumen gesäumt. Wir kommen jetzt auf die Kreuzung, wenn wir die kurze Runde gehen. Die Hunde haben auch sichtlich ihren Spaß. Immer schön am Wälzen. Finden sie toll. Irgendwas riecht hier wunderbar. Keine Ahnung was. So. So, da ja komm. Ah ja. Kommen wir wieder dahin, wo man so steil bergab gehen muss und einmal über diesen kleinen Bach rüber muss. Also unser kleiner Extremtrail, sage ich immer. Aber Raja kennt das schon ziemlich gut. Wo ist sie da? Ja. Boxi hat es auch eilig plötzlich. Lass mal Raja vorgehen. Hier müssen wir durch die Modder. So. Ich weiß auch nicht, wo Raja lang will. Raja, wo willst du denn lang? Hä? So, hier müssen wir jetzt rüber balancieren irgendwie, ohne ins Wasser zu plumpsen. Die Ponys hüpfen. Oh, ist irgendwie heute gar nicht so witzig hier. So, da sind dann die Ponys. Kletter, kletter. Super. So, von da oben sind wir wieder gekommen. Und wie man sieht, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann, dass das ziemlich steil da ist. Dass man aber auf dem Arsch runterrutschen muss. Ja. So, und die Roxy will auch aufs Bild. Roxy. Roxy, mach mal süßes Gesicht. Nee, will sie jetzt nicht. So. So, von da sind wir gekommen. Ah, ja, kommt. Oder auch nicht. Roxy guckt süß in die Kamera. Jo. Ja, normalerweise wälzt sie sich hier immer. Mal gucken, ob sie das wieder macht. Ist eigentlich ihre Lieblingsstelle hier. Ja, will sie nicht. Ah, ja, zieht es vor, noch zu essen. Warum soll man sich hier auch beeilen, ne? Ja, aber Roxy hat jetzt eilig. Die geht jetzt voran. Ich habe sie jetzt zwar am Strick. Sie weiß ja, wo es lang geht. Und sie sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Da gibt es ja dann lecker noch was zu fressen. Und für Raja, weil sie ja Geburtstag gestern hatte, gibt es dann noch einen leckeren Obstsalat. Und da Roxy die Mama ist, kriegt sie natürlich auch Obstsalat. Ja, mal sehen, was sie dazu sagt gleich. Einmal Pischerpause. Muss auch sein. Ja, und hier sieht man, dass es ein Reitweg ist. Super. So, jetzt sind wir auf dem letzten Weg, der nach Hause führt. Und am Ende des Weges ist schon wieder unser Stall. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat der Spaziergang wieder ein bisschen Spaß gemacht mit Roxy, Raja, Abby, Lotta und mit mir, Berit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.